And while Chief Apostle served us, I thought of one of our members who was sealed some time ago. Als uns der Stammapostel diente, dachte ich zurück zu eines unserer Mitglieder, die versiegelt wurde. There was a little bit of a difference with him in that he was mute. He couldn't speak. Es war ein wenig schwierig für ihn, er konnte nicht sprechen. So he stood in front of the altar and the question was asked, will you be faithful? Will you uphold the creed? Er ist vor dem Altar gestanden und die Frage wurde gestellt, ob er einwilligt, ob er das Ja abgibt. The promise to be made before holy sealing. Das ist die, was man sagt vor der Versiegelung, das Versprechen, das man gibt. He obviously had to depend on reading my lips because he couldn't hear anything. Offensichtlich musste er die Lippen des Apostels betrachten, weil er nichts hören konnte. And when he had to answer, und als er antworten musste, he enthusiastically shook his head all the time. Und mit großem Enthusiasmus hat er seinen Kopf genickt. He was so joyful, I had to say stop, otherwise it might fall off. Huh? Er war so freudig, ich musste sagen, bitte ein wenig zurückhalten. But what was important here? Aber was war wichtig hier? No one heard his yes. Niemand hat seines Ja gehört. Everyone saw his yes. Jeder hat sein Ja gesehen. And we've all said yes to commit ourselves to our God. Und wir haben alle auch Ja gesagt, um unsere Entschlossenheit darzustellen. Let it be when it was with our, when we were children or when we were confirmed. Sei es auch so, wenn wir Kinder waren oder bei der Konfirmation. And the message to us come. Let all see our yes and our commitment. Und lass jeder zu uns kommen und unsere Entschlossenheit sehen. It was just not a word and a promise that was empty. Es war nicht nur ein leeres Versprechen. And if our yes can be seen, then we will do what the chief apostle has asked of us today. Und wenn unser Ja sichtbar ist in uns, dann können wir das umsetzen, was unser Stammapostel gesagt hat. A wonderful message we have to go to our brethren. Wir haben eine wunderbare Botschaft, um zu den Menschen zu gehen. I thought of our youth that don't come anymore. Ich dachte an die Jugend, die nicht mehr bei uns ist. I thought of those in the past who were offended by one or other thing. Ich denke an denen, die vielleicht in der Vergangenheit verleidigt wurden. Let's take the message of this Pentecost. Nehmen wir die Botschaft dieses Pfingstfest. And go back to all of them. Und gehen zu ihnen. And say, come back. Und sagen zu ihnen, kommt doch zurück. Your language is being spoken today in our fellowship. Deine Sprache wird heute in unserer Gemeinschaft wieder gesprochen. No more the language of judgment. Nicht mehr die Sprache des Richtens. Now the language of peace and of mercy. Sondern nun die Sprache des Friedens und der Barmherzigkeit. No more the language of revenge. Nicht mehr die Sprache der Rache. Now the language of reconciliation. Nun die Sprache der Versöhnung. This language, this change, this new language within us. Diese Änderung, diese neue Sprache in uns. Let it become our second nature. Lass es unsere zweite Natur werden. Even the Holy Spirit will awaken within us. Der Heilige Geist wird in uns erwecken. Even the language to say, I'm sorry. Auch die Sprache, um zu sagen, es tut mir leid, bitte entschuldige mich. Let's come together. Kommen wir doch noch mal zusammen. And let's complete with the Lord. Und lasst uns vollenden mit dem Herrn. As we have commenced with him. Wie wir begonnen haben mit ihm. Amen. Amen.